Heute in einer neuen Challenge treten wir gegeneinander an. Und was ist denn heute die Aufgabe? Ja, wer als erstes den Kuchen macht, der hat gewonnen. Ah, die Lüge, ja. Okay. Okay. Tja, welche Richtung laufe ich denn jetzt? Na, genau, Bibi muss Startkommando geben. Jo. Also, Na es geht gut. los. In 3, 2, 1, los! Tschadiba! Tot. Erstmal schon mal alle deinem Herzen weg. Boah. Habt ihr geschlagen? Sofort tot. Bumm. Nee, ich habe erst gemerkt, dass bei mir so schnell runterging. Jetzt so, was? Ach so. Los, bekriegt euch. So, weißt du, wie immer, wenn man als kleines Kind so sagt, ey, wir spielen jetzt Verstecke Maus. Ich sehe jetzt ein bisschen. Und dann 1 und schon rennst du los und dann knallt die Treppe runter. So, was? Ich hab's eher immer im Garten draußen gespielt, statt zu Hause. Hat man mehr Fläche. So, ich brauche erstmal Holz. Gib mir das Das Holz. Biom ist auch nicht übel eigentlich. Voll geil. Habe ich noch gar nicht gesehen neben Biom vorher. Oh ja. Den gebe ich dir dann noch mal am Ende für jeden, der dann sagt, das will er haben. Oh, nee, jetzt so unbedingt nicht, weil ich habe ja eigentlich meine Karten, die ich dann spiele. Ja, ich meinte eigentlich mehr für die Zuschauer. Ah, ja. Die dürfen wir doch nicht vergessen. Kannst du mir denn sagen, dann schreibe ich den mit rein. Den schicke ich dir dann im Nachgang. Dann kannst du den unter der Videobeschreibung. Im Infotext. Genau. Zack, zack, zack. Zack, zack. Das brauche ich einmal. Ach so. Das werde ich auch brauchen. Tja, jetzt weiß ich auch gar nicht, welche Erfolge ich erstmal alle brauche. Ich nehme einfach mal ein paar Sachen hier. Holz Und und die so. Kuchen noch machen, ich hab schon alle. So, Folge? Ich bin viel zu langsam? Ja, Tatsache. Hacke. Ich warte jetzt. Ich habe hier Hühner gefunden, jetzt warte ich doch, dass die Eier legen. Da brauchst du noch Eisen für Milch. Ja, brauchst du ja erstmal mindestens ja 9 Eimer, 3 Eimer, aber 9 Eisen halt. Der Folge Lüge. Weizen, Zucker, Milch und Bambus. Nee, Zucker. Bambus brauchst du nicht. Naja. So, fast das gleiche. Milch, Getreide, Eier, Zucker. Ich hatte die Reihe auch noch gar nicht gesehen hier. So Mensch, es Lebensmittel. liegt Eier hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Eier braucht man. Eins oder zwei? Soll ich dir das verraten? Ja. Nein. Fünf. 2 Zucker, ne? Eindeutig 5 Eier. Nur für dich. Wie Zucker? Hast Ich du schon. glaube, ich Oh, ich hab bin. auch Zuckerrohr. Cool. Oh. Ey, bei Zucker. Alter, ist ja ein Schluck. Bei Zucker brauchst du ja nun wirklich bloß am Dings vorbei, an der Dings vorbeilaufen hier. Also, du musst dir mal merken für später plus 30, plus 120. Warum, was ist da? Da hast du noch eine schöne kleine Schlucht oder, naja, Schlucht, falsch gesagt, mir so ein kleines Tal mitten im Berg mit einer Öffnung. Okay, auch nicht schlecht. Hört sich gut Das an. ist gut. Oh ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gelaufen, Alter. Das zieht sich hier ein wenig. Ja, ich habe Also, hier auch ganz schön das viel hat. Leben hier. Ja, also, das. Bei mir sieht es hier wirklich aus, so eine Anlehnung zum Grand Canyon. Eindeutig. Ja, durch die Streifen an der Wand auch. Ja. Fand ich auch so geil. Okay, Zuckerrohr. Happel. Sind schon alle Zuckerrohr, das geht ganz schön schnell. Ja, es wächst so an jedem Fluss, an jedem Wasser. Was sind die Samen hier? Ich habe gar keinen Samen. Ich dachte, ich hätte schon wenigstens einen. Also mit dem Lehmgebiet ist es auch ein bisschen schlimm, muss ich dir sagen. Also ich habe auch nur so wenig rausgekriegt. Ich weiß, was du empfindest. Ah, nicht schon wieder. Was denn? Nein. Hassblock Nummer 1. Kies? Ja, Kies. Aha. Orange gefärbter Lehm. Kann man den denn nicht auch zu Ziegeln verarbeiten? Probier's mal aus, hast du noch Zeit? Glaube nicht. Ich guck das mal nach. Aber erst dann noch was? Gebrannter Lehm, gelb gefärbter Lehm. Oder hat man die Möglichkeit, jetzt ein Lehm generell zu färben? Ja, den hat man jetzt. Mist, ich hab Hunger. Hab kein Tier Ich gesehen. auch. Aber ich habe auch keine Tiere dann hier. Ich hab ihn Ach, nur gar siehst beschlachtet. du? Ich hab ihn nur gar beschlachtet. Deswegen sind da keine Deswegen. mehr da. Oh, ich bin hier so ungünstig. Ich sehe nur Lehmgebiet um mich herum. Ich gleich nicht mehr, ich bin weiter noch gelaufen. Zum Glück. Aber ob sie jetzt die Tiere anfinden auf die Schnelle, ist eine andere Frage. Ich muss mal Hunde! hoch.
Hundemann, ich wähle dich! Ich merke gerade, ich brauche unbedingt... Essen. Ah ja. Ja, Essen auch, eine bessere Spitzhacke. Ja. Aber wenn du buddeln willst... Sag mal, was sind hier die Tiere? Ich hab Hunger. Super. Hab ich noch mehr Hunde, toll. Gemacht? Kürbis. Wie macht man Kürbiskuchen nochmal? Du brauchst Zucker, brauchst einen Kürbis und brauchst ein Ei, genau. Ah, okay, dann brauche ich also noch ein Ei. Zucker habe ich ja. Tja, fragt sich nur, ob hier irgendwo Hühnchen ist. Ich sehe nur Hunde in dem Fichtenwald. Und die will ich jetzt nicht angreifen in meinem Zustand. Könnte leicht böse werden. Ach, bei der letzten Karte haben sie mich doch auch in Ruhe gelassen. Warum verhungerst du? Ja, hab noch anderthalb. Oder macht es die dann aggressiv, wenn du Hunger hast? Ja, das sowieso. Morgen werde ich aggressiv, wenn ich keinen Hunger kriege. Kein Essen. Die Wölfe aggressiv werden. Ach so, ja, die werden auch aggressiv. Ich sehe eine Wiese da hinten. Da muss ich hin. Rudolf hat bestimmt alles ausgestellt. Spawnen nur bei sich oder so. Ja. Ey, das beeinflusst sich hier kein bisschen, hallo? Ja. Godmode sag ich nur. Borderlands Godmode sag ich nur. Naja, Eisen habe ich ja Gott sei Dank schon fertig. Was? Oh, du Glücklicher. Noch mehr Hunde, ey. Eine ganze Armee. Oh, da sind Hühner. Aber nicht gleich schlachten. Ich brauche ja Eier. Oh, ich erleide Hunger. Ich meine Starving. Dann, du erleidest Hunger, das hört sich gut an. Ja, ich meine Starving. Verhungern. Nee, da muss ich hier bleiben, das geht sonst näher nicht. Mist. Muss mich einbuddeln irgendwo. Schnell Steine holen für den Ofen. Mann, ich will jetzt einfach so Pilze essen. Pilze essen ist doch eine gute Idee. Zack. Rostauer C-Pilze. Ja. Verschiedene. Ja. Hat er doch. Hab ich gefunden. Wow. Ich hab bloß ein einzigen von einer Sorte. Ich hab vier braune. Puh. Das war harter Stoff. So, meine Hähnchen, lass mal ein paar Eier fallen. Mist, gibt's irgendwo eine Höhle? Nee. Ja. Muss ich so buddeln, ey, verdammte Axt. Mann, oh Mann. Ich seh doch, dass es nicht, nichts wird hier. Huch, jetzt ist dunkel. Fehlt genau ein Eisen für die Eimer. Und Kühe wahrscheinlich, oder? Ja, die Kühe auf jeden Fall noch, ja. Oh, da ist Eisen. Cool. Ist darin, okay, ist darin. Ich bin tot. Nee, noch nicht. Oh. Sag ich doch, ich bin tot. Ach komm, das holst du noch auf. Irgendwie. Ach, hier ist ja ein Huhn. Glückwunsch! Oh, gleich zu Beginn, ey. Oh, das habe ich aber auch nicht gefunden, ist am Anfang. Da wo wahrscheinlich Kudos sein Ei her hat. Ja, der ist auch, glaube ich, in die Richtung gelaufen, ja. Ich bin gleich ins Sumpfbier um da gelaufen. Ja. Das wäre eine gute Idee gewesen, ja. Ich weiß gar nicht, warum ihr ins Lehmbiom gelaufen seid, weil da wächst gar nichts. Also nicht mal Bäume oder so. Ja gut, ich bin durchgerannt. Das ist wahrscheinlich der Vorteil, ja, den du hast. Ich bin auch eigentlich da weit da durch. Juhu, Schmierkunst. Gibt es eigentlich noch Rezepte, die von keinem entdeckt wurden in Minecraft? Ja, glaube ich nicht. Nö, komm, ich denke auch, dass da welche gibt, die haben bestimmt alles auch möglich ausprobiert. Nur einen Algorithmus durchlaufen lassen. Ja, ist danke, auch Huhn. Endlich habe ich das, was ich wollte. Wow. Nein. Lauf. Ja, die Hühner sollen mal was okay, fallen lassen. Der Schleim hört sich echt ekelhaft an. Können wir nicht schlafen gehen? Der Schleim hört sich echt ekelhaft an. Ja. Wow, Creeper! Geh weg! Explodier vor mir, nicht neben mir. Ist vor mir auch neben mir? Mensch! Lasst mich in Ruhe! Bam, explodiert. Hat mich nicht erwischt. Mal schnell nach oben gucken. Da ist ein Hühnchen. Hopp. Oh, ist genau Mitternacht, super. Lassen die eigentlich nachts auch Eier fallen? Ja. Okay. Ich habe gerade mir eins ergattern können. Da ist ein Creeper da hinten, Mann. Na, ich habe eh noch keine Kühe. Ich gehe mal weiter nach Kühe suchen. Verpasse ich halt die Hühner, aber was soll's. Fehlen eh noch zwei Ressourcen. Ich sehe einen Lichtschein. Schnell dorthin. Oh, eine Hexe. Nichts. Auf der ganzen Wiese ist nichts. Warum ist denn hier nicht ein Tier?
Und ich habe noch einen weiteren Nachteil von diesem Biom hier entdeckt. Lehm? Ja, man kann, ich habe versucht mit einer Schaufel mich in den Boden. Ja, nee, da brauchst du eine Hacke. Ja. Ich brauch eine Spitzhacke dafür. Das habe ich auch festgestellt. Das Hühnchen da hinten, hat das Ei fallen lassen? Nee. Noch nicht. Ist da unten? Nee, auch nicht. Mann. Ziert euch nicht so. Drückt die Eier raus. Alter, jetzt drückt mal ein paar Eier raus. Drücken die auch, wenn sie schwimmen? Keine Ahnung. Die schwimmen nicht gerade. Der Mond geht unter, ist wunderbar. Ja. Hm? Schön. Ich bin ja hier auf so einer Art Klippe, da wo kein Gegner gut rankommt. Ich sehe einen Zombie. Und ich glaube, der hat mich jetzt gerochen. Muss ich mal waschen. Ja. Da liegt ein Ei. Wunderbar. Wie ist das Ei jetzt? Ja, ich habe das Ei, gut. Jetzt können die Hühner leiden. Warte mal. Willst du die Hühner wieder? Ja, ein Ei, gut, dann kann ich sie quälen. Ja, ich quäle sie. Habe ich das? Habe ich das? Ich habe immer noch keinen Samen bekommen. Schrecklich. Nö. Ich habe hoffentlich gerade schon zerstört. Was, Pieper, weg. Weg hier! Explodier ruhig. Ich hab nichts dagegen. Hm, dann halt nicht. Dann lässt er mich weiterleben. Immer noch keinen Samen. Okay, tun und lassen wir es fertig. Viel. Nein! Ey, ich finde dir echt keinen. Ja, ich hatte das Pech gehabt, dass ein Monster bei mir war. Na gut, warte. TP. Den Ball. Und. Achso, da ist jetzt Kudos. Ah. Zack. Weiß mal alles aufbauen da. Der Spieler konnte nicht gefunden werden. Warum nicht gefunden werden? Hm, ja gut, Sumpf ist natürlich, ja, war eine gute Wahl. Ach so, kein Wunder. Hast du ja alles hier. Oh. Hoffentlich sind Kühe auch, ey. Eigentlich brauchst du auch nur 3 Eisen, ne? Nee, du brauchst 9 Eisen. Musst ja 3 Eimer in das Rezept mit reinmachen. Ach so, ja. Ich dachte immer wegen neu leer machen und so, aber brauchst nee, ja nicht. Nee, geht ja gar nicht. Ah, siehst du, hab ich da schon falsch gedacht, hier hab ich nur 3 Eisen. Ich hab nämlich alles genutzt, was mir wirklich gegeben war. Sobald ich das Eisen hatte, bin ich wieder raus aus der Höhle, weil ich wollte in der Nacht noch raus. Schwert genommen und habe jedes Skelett umgeniet, was ich gesehen habe, um Knochen zu kriegen, damit ich mein Getreide wachsen lassen kann schnell. Mhm. Ja gut, dann... Das habe ich ja in der Nacht gemacht, während ich Creeper in die Luft gejagt habe nebenbei. Dann hat Kudos einen Punkt. Ja, schon schade, dass es mal wieder für Kudos entschieden wurde. Natürlich freue ich mich für ihn, aber andererseits hatte ich diesmal wieder nur Pech, weil einfach kein Monster kam, was ich brauchte. Ich hatte Pech mit den Seeds, ich hatte Pech mit den Tieren. Ich hoffe mal, in der nächsten Runde kommt es besser und ich hoffe, ich hatte trotzdem ein bisschen Spaß. Also, ich fand's trotzdem recht amüsant. Man muss ja nicht immer gewinnen. Man muss ja den anderen auch ein bisschen den Erfolg gönnen. Beziehungsweise den Gewinn. Also, auf Wiedersehen.